Mein Name ist Doris Hofner-Foltin vom Tierparadies Schabenreit und wir befinden uns heute im Tierparadies Schabenreit, um unsere Tiere vorzustellen. Es ist in Wirklichkeit nicht wirklich ein Tierschutzgesetz, mit dem haben wir immer zu tun, dass eigentlich die Tierquäler dann die Opfer sind und die Tiere retten, sind dann diejenigen, die dann die Schwierigkeiten haben. Da würde ich mir wünschen, dass da größere Strafen sind und auch nicht, dass dann der Täter zum Opfer wird. Wir haben uns heute vor Ort davon überzeugen können, wie Doris und Harald Höfner engagiert arbeiten für die Tierschutzanliegen. Und wir nehmen uns sehr viele Anregungen auch für den Nationalrat mit. Der Tierschutz ist ein grünes Thema, das ist uns total wichtig und hier wird wahnsinnig tolle Arbeit geleistet. Der Tierschutz ist eine Riesenbaustelle. In erster Linie müsste er überhaupt einmal Erwähnung finden bei den Zuständigkeiten der entsprechenden Gremien. Der wird ja nicht einmal erwähnt, der Tierschutz. Konkret geht es darum, im Tierschutzgesetz gewisse Sachen umzusetzen, wie zum Beispiel ein Verbot der Anbindehaltung für Rinder. Und da gibt es also eine Riesenliste, die man auf protier.at nachlesen kann. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir im 21. Jahrhundert in Österreich ein Tierschutzgesetz haben, das den Namen verdient, das tatsächlich auch den Rahmen schafft für solche Initiativen und andere und dass einfach in diesem 21. Jahrhundert kein Tier mehr, weder in Österreich noch sonst wo in Europa, gequält werden darf.